Ja, flottes Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ihr habt einen Würfel, nicht ganz gut gezeichnet von mir. Die Seiten sollen alle gleich groß sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr lasst ihn fallen. Ihr habt ein Zufallsexperiment. Ihr habt Elementarereignisse. Was kann eben kommen? Die 1 kann kommen, die 2 kann kommen, die 3 kann kommen, die 4 kann kommen, die 5 kann kommen und die 6 kann kommen. Das sollen immer so diese geschweiften Klammern sein. Dann habt ihr einen Ergebnisraum, dann habt ihr dieses Omega-Zeichen, ne? Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Und dann könnt ihr ein Ereignis definieren, zum Beispiel A ist gerade Zahl. Ne? Und was wäre dann A? A wäre dann gleich 2, 4 und 6. Ne? Das wäre dann eine mögliche Ereignismenge. Ne? Ihr gebt wieder eine Menge an und ihr könntet zum Beispiel nehmen, B ist gleich Zahl kleiner als 5. Ja? Was wäre dann B? Kleiner als 5, 1, 2, 3 und 4. Ne? So. Und jetzt gibt es noch die Schreibweise Betrag. Und Betrag Omega wäre, wie viel findet ihr hier vor? Insgesamt 6. Wie viel findet ihr bei A vor? Betrag von A wäre 1, 2, 3. Es kann nämlich die 2, die 4 oder die 6 sein für gerade Zahl. Das wäre 3. Was wäre Betrag von, oh, eins so weit. Betrag von B wäre gleich insgesamt 4. Ne? Also ihr zählt ab. Das macht das Ganze. Wenn ihr dann zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit bestimmen müsstet für das Ereignis A, ja, das wäre dann eben Betrag A, das findet ihr dann vor, geteilt durch Betrag von Omega, 3 durch 6 wäre 1,5, 0,5, 50%. Und dann auch eigentlich ganz spannend, wenn ihr auf das Thema kommt, Venn-Diagramme, ja, und was man mit den Mengen jetzt noch machen kann, was wäre zum Beispiel die Menge A und nach unten offen und B, A geschnitten B, das wäre all das, was in A und B bei beiden wirklich vorhanden ist. Die 6 ist nicht bei beiden da, die 4, aha, die 4 ist bei beiden da, A und die 2 ist bei beiden da, also hätten wir dafür 2 und 4. So, das war jetzt schon mal der Einmarsch und dann schaut ihr mal, wo ihr hingeht. Geht ihr erstmal Richtung Wahrscheinlichkeiten berechnen, mit Mengen entsprechende Definitionen bearbeiten. Und auch hier wieder, ich sage das ja nicht umsonst immer, Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt, dass ihr möglichst mit solchen Beispielen euch die entsprechenden Bezeichnungen aneignet. Das macht es euch dann bei den Aufgaben wesentlich leichter, dann kommt ihr eigentlich easy durch.